Schauen wir uns jetzt ein weiteres Programm als Beispielprogramm an. Dieses Programm berechnet die Fläche eines Rechtecks. Hier ist diese Klasse definiert, das ist diese Main-Funktion angegeben. Und was zunächst gemacht wird, ist, es wird auf dem Bildschirm ausgegeben, Berechnung der Fläche eines Rechtecks. Das steht hier als Zeichenkette zwischen diesen Klammern. Anschließend wird Länge ausgegeben und der Benutzer wird aufgefordert, eine Zahl für die Länge des Rechtecks anzugeben. Danach wird Breite ausgegeben und der Benutzer wird aufgefordert, die Breite des Rechtecks anzugeben. Es wird dann auf dem Bildschirm ausgegeben, Fläche gleich. Anschließend wird Länge mal Breite berechnet, das ist ja die Fläche, und der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm ausgegeben. Schauen wir uns das mal an. Hier ist das Programm. Ich kompiliere. Und ich führe aus. Berechnung der Fläche eines Rechtecks wird ausgegeben. Die Länge soll mal sein 4. Ich tippe Return. Und gebe als Zeichen, als Breite ein, sagen wir mal 16, tippe Return und die Fläche, die berechnet ist, ist 4 mal 16, das ist 64. Wenn ich das Programm nochmal aufrufe und eine andere oder andere Daten eingebe, beispielsweise 35 als Länge und 47 als Breite, dann wird die Fläche berechnet als 1645.